Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt nicht so viel. Letzte Folge. Es sind unser Kapitän leider verschwunden. Oder letzte seiner Art. Blickt gerade aus. Und unser Gäste sind noch mal jetzt auch nicht so glücklich. Und wir müssen mal sehen. Erst glaube ich heute. Das neue Art. Aber dafür. Schau euch das doch mal an. Das wollte ich machen. Das war mein Shop. Meiner. Frechheit. Ist das der Gegner? Ja. Immer klauen zu meiner Ehre, wenn ich nicht möchte, dass meine Mitarbeiter arbeiten, dann machen sie es. Aber wenn... Wie es denn auch sei, wir lassen jetzt diese wunderschöne Pracht, die Valaceraptoren raus. Und genießt ihr Augenblick. Let's go! Das gebe ich euch sofort, weil fünf von eurer Art und hier rumlaufen sehen, bin ich jetzt nicht. Okay? Spannend, ihr kommt eigentlich gleich an. Stellung abgeschlossen. So. Ist jetzt entspannt. Wie immer noch viel, das war die zu mir eigentlich. Nein, wir waren bald weg. Ich will hier gleich betäuben. Wie soll ich das denn betäuben, wenn sie sich hier immer verstecken, Alter? Das ist ja dumm. Ich weiß, euch fehlt es der Wald, aber das ist mir herzlich egal. Ich betäube euch jetzt! Hey. Ich die Aufgabe zu viel. Scheuer. Oh, Scheiße. Warte mal ganz kurz. Ich muss mir wieder Entwarnung geben. Entwarnung! Entwarnung! So, hier. Lasst uns schon mal. Und du? Takt verweigert. Scheiße! Nein, nicht rennen! Nicht rennen! Nicht rennen! Ganz ruhig. Ganz ruhig, meine Kleine. Raptorenjagd nennt man das. Das ist überhaupt ein Rad. Rad? Ja. Ja, den haben wir auch. Das war meine 5. Du hast eine Ziege getötet! Dafür kann ich dich aber leicht treffen. Ich werde gerade angerufen.
Leute, ich werde gerade angerufen. Scheiße. Bis gleich. So, Leute. Da möchte ich mal ganz kurz mit seinen Freund reden. Und schaut mal, wer sich gedacht hat, dass er ausflippen muss. Obwohl gerade fünf neue in sein Gewicht kommen. Nein, er muss hier ausrasten. Schaut euch doch mal dieses majestätische Tier an. Aber es gibt da ein Problem. Er ist nicht mehr sein Gehege. Er möchte mal nur einmal mit seinem Freund reden. Er vergrößert sein Terrarium. Bestellung wurde abgeschlossen. Territorium. Du vergrößerst ja gar nichts. Du suchst mir nicht dein Gehege aus. Nein. Das mach ich. Produkt wurde transportiert. Noch, du, wie er da so stolz zieht, Alter. Wie er da so frech stolziert. Du stolzierst jetzt gar nicht mehr. Aber du kommst mit dem Jäger, Alter. Wenigstens sind die anderen fünf lieb und machen nichts. Hier stecke ich nicht. Anfrage zur Produktabholung erhalten. So. Wieso seid ihr jetzt schon wieder einzeln? Polydesis machen wir. Polo ist das Dings. Polo. Ihr habt mir letztes Mal so viel Ärger gemacht. Und aber jetzt soll ich noch mehr von euch holen. Machen wir dann grün. So. Wissenschaftler zuweisen und dich. Und in der Zeit kümmern wir uns mal darum, dass unsere Mitarbeiter nicht ausflippen. Personalzentrum. Du musst dich jetzt sofort aus. So. Um mehr Einnahmen zu machen, brauche ich mehr Geschäfte. Oder ich brauche noch einen weiteren Team-Service. Wisst ihr was? Die Ceratops machen wir einfach mal die drei. Sozial, sanftmütig. Na, du bist schwach. Aber schwach ist auch, komm. Dir das Leben nicht zu geben, nur weil du schwach bist, ist gemein. Das machen wir nicht. So. Wenn er stirbt, dann stirbt er. Aber ich werde ihn nicht, weil ich werde jetzt nicht ihn nicht holen, nur weil er schwach ist. Das hat er nicht verdient. Haltbewertung steigt! Ja! Wuhu! Die Einnahmen reichen bald! Juhu! Ja! Hier könnten wir noch eins. Hier haben wir sicher Batterien beschwert. Wollen wir doch hier einfach mal so ein bisschen gucken. Schaden tut's nicht. Die gefährliche Natur mancher Saurier macht den Reiz aus, ihnen so nahe zu sein. Instinktive Angst ist reizvoll. Doch wir suchen nach etwas noch viel Größerem und Besserem. Wollen Sie einen T-Rex? Kann ich... Was? Einen haben? Moment, was? Wir können wirklich einen T-Rex haben? Sobald der Park über ein geeignetes Gehege verfügt. Der Ausbau des Parks ist eine brillante Idee
Und der T-Rex ist der berühmteste aller Saurier. Wenn die Menschen zum Jurassic Park kommen, können sie selbst einen sehen. Und fürchten, gefressen zu werden. Es ist die Illusion des Risikos, nicht das Risiko selbst, das wir anstreben. Und wir haben einen T-Rex. Ein T-Rex? Unsere Zäune sind schwach. Ein T-Rex ist da schneller weg. Also, nein. Nicht mit mir. Also mit den Zäunen. Noch, ich kann... Mach ich kein Gehege für einen T-Rex. Nein. Einfach nur nein. Ich mach jetzt kein T-Rex. Nein. Nein, ich bin nicht lebensmüde. Ich will nicht, dass... Ich will diesmal einen erfolgreichen Park. Okay. Ich weiß, ihr wollt ein T-Rex sehen. Und ihr kriegt auch ein T-Rex, okay? Ihr kriegt ein T-Rex. Das verspreche ich euch. Allerdings unter meinen Voraussetzungen. Und das bedeutet, T-Rex jetzt schon, der macht uns Platz. Nein, ich finde gar kein T-Rex. Triceratops, Tari, Dings. Wir müssen jetzt leider irgendwas erforschen, damit dann das wieder aktualisiert wird. So. Mein T-Rex. Die machen mich fertig. Wissen die eigentlich, wie gefährlich ein T-Rex ist? Okay. Damit, ich bin gerade wirklich ein bisschen schockiert. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt schon einen T-Rex holen soll. Okay, Forschung. Definitiv gemäß Forschung. Zäune. Wir brauchen bessere Gehege. Die hier. Definitiv. Ich habe keine Lust auf Selbstmord, okay? Bitte, ich bin noch zu jung zu sterben. Triceratops, komm bitte raus. Wir machen dich aber per Dings. Dann haben wir zwar die Animation nicht, aber dann muss ich den Weg nochmal extra betäuben. Okay. Ein T-Rex. Ich mag T-Rex und ich liebe T-Rex. Sie sind zwar nicht meine Lieblingstiere, aber ich liebe sie. Okay? Aber nicht mit diesen Zähnen, Alter. Dann bin ich tot. Okay. Kolossus. Wie viel brauchen wir dann von euch? Scheu. Kränklich wollen wir nicht. Aber das ist eigentlich auch nicht fair. Ich kann nicht. Scheu. Sozial. Ich glaube, zwei reichen. Wenn ich jetzt kränklich hole, bereue ich das. Die drei reichen. So, die drei reichen. Wir müssen wieder unser Produkttransport im Gange. Was sind jetzt für Triceratops? Triceratops fliegen und fliegen hoch. Bis wir das geforscht haben. Auch wenn wir jetzt eine Zäune jetzt. Die mittelgroßen elektrischen Zäune sind auch zu klein für T-Rex. Ihr wisst,
Ihr wisst, wie das wird. Ihr wisst, wie das bei Frau Park geendet ist. Das wisst ihr. Zumal wir erstmal einen T-Rex überhaupt bekommen müssen. Das ist ja auch noch das Ding. Ach, jetzt ist die verärgert. Personal ist doch nicht so gut, bin ganz ehrlich. Ich will doch nur einfach nur den Zaun holen. Erhöht die Parkbewertung. Die Parkbewertung ist so hoch. Was wollten wir? Anheften. Erhöht die Parkbewertung. Die Parkbewertung ist doch. Ich verstehe es ja nicht. Produkt transportiert. Ihr kleinen Helden. Ich werde kurz ein bisschen das Seraton so fertig sind. Oh, das soll jetzt mit Mittelpunkt. Sollen wir das riskieren? Zu wenig Pflanzenfasern. Ich krieg Pflanzenfasern. Kein Team. Ich glaube, es sind nicht zu viele in der Serie. Okay, ihr seid zufrieden. Einnahmen, Parkbewertung. Das ist doch aber schon so hoch. Mission. Okay. Großes Gehege ist forschungsbereit. Großer elektrischer Zaun. Schwerer Zaun, wenn man oben lieber. Arbeitsforschung erstmal das, weil ich will einen anständigen Zaun. Das ist meine Voraussetzung. Ich möchte den T-Rex auch, aber ich möchte einen gescheiten Zaun. Wirklich. So. Ihr kleinen Recker dürft jetzt hier rein. Und dann bauen wir einen T-Rex. Gehege. Du darfst du. So. Jetzt haben die dann auch ein Zaun. Oh Scheiße, die da vorne haben keinen Strom. Auffüllen. Perfekto. Wir könnten aber auch noch so viel verbessern an dem Park, gell? Jetzt sollten wir erstmal schauen, dass wir T-Wechse hier haben. Alter, einer von den Tyrannosaurus, der da, hat extrem viel Spaß daran, meine Gäste zu jagen. Alter, gehen wir jetzt an. Egal, der ist jetzt Raumbock. So, seid selber schuld. So, Forschung. Zaun. Und jetzt schwerer Zaun. Das ist der beste, der geht. Und den brauchen wir auch. Jetzt sind wir ganz ein bisschen egal. So. Den brauchen wir auch. Definitiv für ein T-Rex. Also, das ist meine Voraussetzung.
Okay, Leute. Werden wir uns wohl nächste Folge um ein T-Rex gegen kümmern. Allerdings würde ich sagen, dass ich da mal ein paar ausruhen dürfen. Du darfst dich ausruhen. Du darfst dich ausruhen. So. Wir sind jetzt schon wieder tot. Dachte ich mir schon, dass sie sterben. Deswegen habe ich ja so schnell wie möglich schon wieder ein paar geholt. Deswegen ist das jetzt kein großes Problem. Ich meine, es ist drauf. Einzusammeln. Das arme Vieh. Und neben ihm trinkt eine. Er trinkt einfach, obwohl neben ihm gerade seine. Okay. Auf jeden Fall. Würde ich sagen. Das war's mit dieser Folge, Leute. Ich wünsche euch alles Gute. Nächste Folge, das T-Rex Gehege. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute, von heute. Vielleicht finden wir ein T-Rex. Wir haben kein bisschen mal. Scheiße.